So, ich darf jetzt gleich mal die GS vom lieben Thomas fahren. Eine 1200er GS Liquid Cooled. Ich kenne ja den Motor von der Fahrschule, aber allerdings aus Luft gekühlt mit 110 PS. Mal gucken, wie das jetzt so ist. Boah. Einfach hier auf Start drücken, ne? Welchen Knopf? Ja, da, on. Ah, okay. Ja. Jo. Boah, die ist komplett anders wie das Fahrschulmotorrad. Die fühlt sich komplett anders an wie das wie die R. Ja, gleich gerne, ja. Ja. Die echt, die fühlt sich vom Kardan her komplett anders an wie das Fahrschulmotorrad. Und auch wie die VFRs, komplett anders. Keine Schläge, kein gar nichts. Das ist schon das, was ich merke. Ja. Voraufnahme genau. Aber ganz ehrlich, komplett anders wie die luftgekühlte R1200R aus der Fahrschule. Das fühlt sich komplett alles anders an. Der Kardan fühlt sich auch butterweich an, komplett anders wie das fühlt sich komplett anders an wie dann bei der VFR. Nee. Ich behalte trotzdem meine CB. Ich will erstmal noch mal ein bisschen Reiskocher weiterfahren. Aber man fühlt sich hier schon so echt mächtig drauf. Ja. Das stimmt. Hier das Mäusekino. Ach, die hat jetzt... Das fällt mir jetzt erst auf. Die hat echt zwei Rundinstrumente. Schön. Also... Ja. Oh, was ist denn das für ein Druckpunkt von der Bremse? Der ist echt spät. Das fühlt sich angenehm an. Einen Tille-Lever kenne ich ja von der Fahrschulmaschine. Okay. Jo. Saugeil! Und was hältst du? Die hat nur fünf. ich hab die, ja.
Ja? Die lässt sich noch ein bisschen noch einfacher einlenken wie meine. Was hältst du von meiner Honda? Ah, okay. Die Luftgekühlte hätte ich schon längst gewürgt. Ja. Die Luftgekühlte hätte ich jetzt schon längst gewürgt. Die wäre mir schon ein paar Mal ausgegangen. Ja. Komisch. Aber jetzt kann ich echt verstehen, warum so viele die GS kaufen. Ja. Fährt sich echt gut. Ja, gebe ich jetzt echt zu, die fährt sich echt gut. Die fährt sich schon richtig gut. Nee, Jan, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da lässt sich wirklich. Da ist die VFR echt schwerfällig gegen. Das ist so federleichtes Fahren. Meine 1300er lässt sich im Gegensatz zu VFR schon leicht fahren. Aber das hier ist noch leichter. Nein, gar nicht. Dagegen ist die VFR schwerfällig. Richtig schwerfällig. Ja, das ist hier fast ohne Kraftaufwand. Das ist so intuitiv. Das muss ich echt zugeben. Aber eins stört mich wirklich hier an der. Ich finde, meine klingt besser. Ich schalte sie so, wie ich sie möchte. Und so schone ich auch das Getriebe. Also ab 4000 Umdrehungen kommt Sound. Aber ich merke, dass mein Helm für die Scheibe Kacke ist. Ah, da habe ich gefunden. Ah, jetzt ist Ruhe.
Aber ich muss sagen, dass die Bremse bei meiner sich besser anfühlen. Ja. Trotz fetter Brembos. Ja, genau, hier war das. Das ist... Genau. Ja. Selten. Frage, Thomas, macht die auch automatisch den Blinker aus? Was mir auch an den Vormodellen nicht gefallen hat, war das mit den Blinkern. Da hattest du links den Knopf für links, rechts den Knopf für rechts. Ja. Boah, das war ekelhaft in der Fahrschule. Du warst mit allem zugange und verkackst es auch noch mit dem Blinken da. Das mit dem Blinkerinstrument. Viel angenehmer. Ja, langsam geht mit der angenehmer als mit der Fahrschulmaschine, sag ich nur. Wir hätten hier, glaube ich, rechts gemusst, laut Kali. Nee, vorher. Aber Thomas, was hältst du von meiner Honda? Ja. Ja. Aber das würde man bei der nicht vermuten. Oh, das hintere ABS ist schon geregelt, ey. Hier. Der Anzug ist aber hammerhart. Ja, das merkt man. Der Anzug von unten ist richtig böse. Nein, das war da bei der Fahrschulmaschine auch so. Dass du den Boxer gar nicht gemerkt hast. Aber das hier ist noch weicher alles. Im Gegensatz zu dem luftgekühlten. Aber ich vergleiche ja eher schon fast Äpfel mit Birnen, weil das war ja vorher eine 1200er R, also nackt. Aber das luftgekühlt. Aber die Motoren von der GS und der R sind ja gleich. Nee, das, was mich an der R gestört hatte, an der Fahrschulmaschine, macht die hier gar nicht. Auch bei der Langsamfahrt. Das macht die hier absolut nicht. Oh, guck mal, Ferrari. Schon gehen wir entgegengekommen, roter Ferrari. Ja, ich meine, welcher war das? Der Modena? Keine Ahnung.
kenne mich da nicht so aus. Ich finde meine Sitzbank aber nicht knüppelhart. Da finde ich die hier vom Thomas ein bisschen härter. Na, Empfinden ist immer subjektiv. Ja. Was war das? Kann das sein, dass der Lenker noch breiter ist als bei mir? Nee, breiter geht echt nicht mehr. Hallo. Nee, das hat die alles gar nicht. Nee, da war die Fahrschulmaschine doch wesentlich ruppiger. Ja. Ja, aber wir fahren jetzt die Tour. Was wir für eine Scheiße machen. Wie, wo, mit was für einer Gondel denn? Ja. Ja? Okay. Ja, Ossa, ey. Warum? Das stimmt. Ab 100 kann man im Spiegel nichts mehr sehen. Aber lustigerweise nur der rechte, der linke nicht.
Servus, genau. Oh, das wäre schön, das wäre... Markus, du kannst ihn ja auch als Skilehrer mal zur Seite stehen. Ja. Komm, Markus, wir machen demnächst mal auch zusammen Skiurlaub. Ja, wenn mal Schnee liegt. Nein, sowas mache ich nicht. Oh, das wäre mal eine Idee, ja. Ist sie besser als die Halle in Bottrop? Ja, das weiß ich. Wunderbar. Weil in Bottrop ist unterm Schnee auch sehr viel Eis. Weil in Bottrop ist auch unterm Schnee direkt Eis und da machst du dir auch die Skier mit kaputt. Weil ich möchte mal wieder meine eigenen Skier fahren. Weil in Bottrop leihe ich mir immer Skier. Nehme ich meine Schuhe mit und dann leihe ich mir das Skier. Weil du dir in Bottrop die Skier kaputt machst. Also Neues kann man ruhig seine eigene mitnehmen. Ja. Ja, Thomas, der Boxer, der hat ziemlich auch ausgeglichene Massen. Das wusste ich schon, dass der total ruhig läuft. Auch der 1200er luftgekühlt. Also, deine Sitzhöhe gefällt mir absolut. Ja, vielleicht auch, weil das ist genau die gleiche Sitzposition wie an der 750. Nur der Lenker ist höher. Vielleicht gefällt mir das deswegen. Und ich mach mal Hallo in Markus seine Heckkamera. Der GT Matze fährt GS. Der GT Matze fährt GS. Die in Österreich sind alle ziemlich schmerzfrei. Ehrlich, ey. Aber wieso die Route hier bei
Aber ganz ehrlich, ich verstehe, warum die Leute die GS kaufen. Das Kalimoto von Thomas wollte auch hier geradeaus weiter und nicht hier hoch. Ja. Genau. Genau, ja, lass mich mal vor. Ich will mal. Ich möchte mal hören, ob mein Auspuff zu laut ist. Nee. Ja. Nee, der Auspuff von meiner ist nicht zu laut. Jetzt hatte ich mal die Gelegenheit, das von hinten zu hören und der Auspuff ist nicht zu laut. Definitiv nicht. Achtung, rechts Wasserfall zum Gucken. Boah. Absolut. Wieso? So schwer ist die gar, meine gar nicht zu fahren. Die GS lässt sich noch ein bisschen leichter da entlang zirkeln. Das ist echt wahr. Thomas, du darfst deine GS wieder haben. Ich konnte mir jetzt meine Meinung bilden und es ist echt wirklich ein gutes Motorrad. Nein, ich hab keine Angst bekommen. Was? Ist echt ein gutes Motorrad. So, dein Schlüssel wieder zurück. Jetzt habe ich mal die von auch von hinten gesehen und von hinten gehört. Der Auspuff, wenn man selber drauf sitzt, hört man den gut. Wenn man ein bisschen weiter dahinter fährt, hörst du nicht mehr. Alles klar, top. Thank you.